Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 3. Wir haben jetzt hier halt noch ein paar kleinere Quests, wie zum Beispiel Erwachen. Habe ich nur markiert, weil du bringst mich ja immer an den falschen Ort. Komm, so. Jetzt sollte ich nämlich ziemlich genau um Allerheiligsten rauskommen, weil normalerweise portet ihr uns dann ja einfach mitten irgendwo nach Morningwood, was mir dann nicht so viel bringt. Ja, und wir sind im Allerheiligsten drin. Oh, doch. Ah, sehr gut. Ihr seid es. Entschuldigung. Ich übe nur mein böses Lachen. Aber genug davon. Wir haben inzwischen einige Fortschritte bei der Freilegung des dunklen Allerheiligsten gemacht. Bis jetzt. Es hat sich herausgestellt, dass der Tempel voller grässlicher Monster ist. Wer hätte das an einem Ort des Bösen erwartet? Dummerweise greifen sie immer meine Arbeiter an, wenn die weitermachen wollen. Tja, und angreifen heißt hier brutal von ekelhaften Kreaturen der Unterwelt in Stücke gerissen werden. Aber das ist Wortklauberei. Auf jeden Fall können sie so nicht weiterarbeiten. Könnt ihr sie erledigen? Ich meine die Monster, nicht die Arbeiter. Wenn diese Kreaturen aus dem Weg geräumt sind, können wir die Ausgrabung fortsetzen. Wer weiß, welche dunklen Wunder wir finden werden. Ach, natürlich. Für Monsterkloppe bin ich doch immer dabei. Ja? Wunderbar. Lasst mich wissen, wenn wir die Arbeit fortsetzen können. Ja, dann gehen wir halt ein paar Dinge totschlagen. So. Oh, hohle Männer. Kommt, Jungs. Papa ist da. So. Geht sogar ziemlich gut, weil viele der Schwächeren dabei sind. Und mein Hammer jetzt ja doch ein bisschen overpowered ist. Wie wir wissen. So, jetzt schickt er mir, denke ich, den Rest, den er hat, gerade her. Und dann mal sehen, wo sich die noch rumtreiben. So. Der eine da hat aber ein bisschen was ausgehalten. Das gefällt mir gar nicht so. So. Ist der tot? Ne, jetzt ist er tot. Bundi hat einen guten Dienst geleistet. Ich wollte ihm zwar eigentlich mit dem Hammer den Schädel zertrümmern, aber die Arbeit wurde mir dann ja abgenommen. Und das war's schon. Das war nur hier jetzt ein paar von denen totschlagen. Das langweilt mich ja. Da habe ich ja gar nichts zu tun. So, aber rauf da. Sie sind weg? Fantastisch. Jetzt können wir tiefer in den Komplex vordringen. Wer weiß, was wir finden werden. Sollte jetzt ein böses Lachen kommen? Ja, ich glaube schon. Ihr habt das dunkle Allerheiligste befreit. Leslie kann weiter graben. Es könnte sich lohnen, bald noch einmal nachzusehen, was er entdeckt hat. So, dann verlassen wir das Gebiet ein bisschen, weil ich will mich ja wegporten. Ah, hallo. Und dann schauen wir mal, was die Questleiste sagt. Ah ja, was wir auch hätten ist, die Feder ist mächtiger. Wir legen also mal noch ein paar Bücher ab, weil wir haben jetzt ja 10 von 30. Und alle 5 Bücher sollte eigentlich dann, also eigentlich sind es 25 und dann 5 von diesen Quests. Und immer wenn man 5 normale Bücher hat, sollte eigentlich eine Quest freigelegt werden. Also hoffen wir mal. Natürlich portest du mich hier raus. Warum kannst du mich nicht in der Akademie rauslassen? So, geht doch. Ich verstehe echt nicht, warum du das manuell machen musst. So. Dann haben wir hier... Erwärme mein Herz. Ich kann euch nicht genug danken.
Hier das dann. Welches ist es? Ich kann kaum erwarten, es zu lesen. Schön für dich. Schön, ein Buch zu bekommen. Danke. Sonst keines mehr. Ich hätte gedacht, es wären mehr. Ah, das hier zählt mit, also bräuchte ich jetzt eigentlich 11 und nicht 10. Verdammt. Dann machen wir die Entführt. Weil das ist jetzt die letzte normale Quest, die wir jetzt noch machen können, bevor... Also, ja, warum nicht? Das ist jetzt halt wieder im Bowerstone-Industriegebiet. Und ich glaube, mit dem Kerl sind wir sogar schon mal vorbeigelaufen. Nee, noch nicht. Das war ein anderer, den ich im Sinn habe. Aber der Hund hat was zum Ausgraben entdeckt. Also zeig es mir, Junge. Oh, ein bisschen Gold. Warum habe ich schon wieder so viel Gold? Ich muss Dinge kaufen. Es ist mir ein Anliegen. Weil umso mehr Geld wir ausgeben, umso mehr Geld nehmen wir ein. 7.000 und 4.000. Leider reicht's für das eine dann nicht mehr, oder? Nee, natürlich nicht. Aber zumindest kann ich die anderen reparieren. Und dann machen wir die weiteren mit dem nächsten Geldschub. Aber da wartet er. Tut mir sehr leid, heute Nacht müsst ihr woanders unterkommen. Woanders? Und wohin genau? Alles ist geschlossen. Auf der Straße werde ich noch erfrieren. Wenn ich Glück habe und mir Logans Schläger nicht schon vorher den Kopf einschlagen. Glaubt ihr, außer euch hat niemand Probleme? Entschuldigung, es ist nur... Ich kann euch wirklich nicht helfen. Kann ja gleich. Ich hoffe, ihr sucht keine Unterkunft für die Nacht. Denn dieses Haus wird schließen. Für immer. Ich habe keine Wahl. Ich muss das Haus verkaufen. Ohne das Lösegeld sehe ich meine Verlobte nie wieder. Ich wollte meinen Mut zusammennehmen und sie retten. Aber dieser Ferret und seine Bande versetzen alle in Angst. Auch mich. Aber wenn ihr mich begleitet, ihr könntet ihnen zeigen, wie sich wahre Angst anfühlt. Wir retten meine Verlobte, stellen Ferret kalt und ich behalte das Asyl. Oh, bitte. Wenn nicht für mich, dann tut es für die Leute, die auf diesen Ort angewiesen sind. Also, ich weiß, ich habe hier schon ein bisschen vernarbtes Gesicht. Aber dass der direkt auf dem ersten Moment, wo er uns trifft, sagt, ja, ihr könntet diesen Leuten zeigen, wie sich Angst anfühlt, bringt. Kann ich mir gleich das Gesicht tätowieren lassen. Mein armer Schatz, es ist schlimm, von ihr getrennt zu sein. Dafür müssen diese Rüpel büßen. Jawohl, seit Wochen schikanieren sie die Obdachlosen. Und jetzt das. Empörend. Ich weiß, wo sie sind. Ich soll ihnen in einer Woche das Lösegeld bringen. Aber ich habe etwas Besseres für sie. So. Bin ich mal gespannt. Los, öffne die Tür. Laszlo. Ihr habt mich ganz schön Geld gekostet. Der alte Harry dachte, ihr bräuchtet eine Woche, um an das Geld zu kommen. Ihr seid ziemlich fleißig, wie? Macht einfach die Tür auf, Keith. Bringen wir es hinter uns. Gut. Mr. Ferret ist diese Treppe herunter. Wow, 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 Moment. Wer ist das? Er ist der Kurier, wie ihr sagen würdet. Und er wird das Gold nicht übergeben, bis meine Verlobte unversehrt hier herausspaziert ist. Okay, kein Grund, hochmütig zu werden. Pass bei Mr. Ferret bloß auf, sonst wird es vielleicht ungemütlich. Ach, soll es doch. Ich bin ungemütlich gewohnt. Die Senkgruben. Sieht ja heimelig aus.
Hier war ein Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht auch noch nicht in diesem Raum. Ah, Laszlo. Ich bin so froh, dass wir diese unglückliche Situation zu einem befriedigenden Ende bringen. Euer Partner kann sich seiner Last entledigen, indem er das Geld auf den Tisch legt. Es gibt kein Gold, Ferret. Und jetzt lass sofort meine Verlobte aus diesem dreckigen Loch frei. Oder mein Partner fängt an, Köpfe zu sammeln und sie auf dem Tisch zu stapeln. Mein anfängliches Urteil über euren Charakter war etwas übereilt. Ihr habt ja doch ein Herz. Leute, reißt es raus. So. Natürlich greifen die mich an und nicht ihn, aber ihr wahrscheinlich auch mit einem Hit tot. So. Dann schießen wir halt ein bisschen. Wenn ihr schon so nett wartet und euch auf den Boden legt, damit ihr mir das Zielen einfacher machen könnt. So, und hier ist das erwähnte Buch. Schießpulver kann als gefährlichste Erfindung des Menschen angesehen werden. Es hat die Art der Kriegsführung ein für allemal verändert und ermöglicht jedem Bauer, einen hochqualifizierten Berufssoldaten ohne die geringste Anstrengung zu töten. Die Wissenschaft überlegt bereits, ob diese bedrohliche Entwicklung unsere Vorstellung von Ritterlichkeit zerstören könnte. Vielleicht sogar die der Gnade. Man wird sehen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Debatte zu diesem Thema. Schießpulver wird bei Feierlichkeiten auch für Feuerwerk eingesetzt. Hier kann es gelegentlich zu schlimmen Unfällen mit äußerst schmerzhaften Folgen kommen. Ich kann nicht genug betonen, wie schlimm diese Schmerzen sind. Tja, man sollte den Feuerwerkskörper auch loslassen, bevor er explodiert. Das wäre vielleicht gut. Eure Männer sind tot, Ferret. Lasst uns rein, oder ihr seid auch dran. Es ist offen. Ist die Tür automatisch oder wie ist die einfach ausgegangen? Ah, er muss Mesmer sein, er hat sich teleportiert. Ihr seid selbst schuld, Ferret. Das hätte nicht sein müssen. Das tut es auch nicht. Wir haben einfach falsch angefangen. Ich bin ohne meine Leute keine Bedrohung für euch und gebe eure Verlobte gerne zurück. Oh, ich kann wirklich nett sein. Na, dann macht mal. Naja, es ist so. Sie ist eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Sie ist hier in der Nähe, in einer Einrichtung. Ja, genau. Über diese Einstiegsluke erhaltet ihr, naja, Zugang. Die Kanalisation? Ihr Typen seid wirklich durchtrieben. Bitte, holt sie da raus. Ich behalte Ferret im Auge. Ein Gewehr. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ja, ich lebe in einer schlechten Gegend. Ich frag mich, wer schuld dran ist. Stehen bleiben. So, ich würde meinen, dass wir aber erst das nächste Mal hier ein nettes, langes Bad im Abwasser nehmen und uns dann mal seine Freundin wieder beschaffen gehen. Also, bis es wieder heißt, Let's Play Fable 3.